Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs. Ja, in der heutigen Folge werden wir uns mal um Bedbug kümmern. Dafür müssen wir hier hin und dann haben wir hier auch gleich ein Versteck. Das ist ja schon mal perfekt, wenn mich das jetzt auch noch reißen lassen würde. Wäre es ja schon ganz cool. So. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Nikki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite. Lass mich mit Nikki. Aber das denn so schlimm? Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sei gefasst. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens. So, dann parke ich mal mein Auto. Ja. Ich glaube einfach mal hier. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir nämlich hier dann raus. Sonst muss ich nämlich so weit zurücklaufen, dass ich das Auto wieder habe. So, hey cool, von dem kriegen wir ein Auto. An dem Boxberg R1. Keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Schauen wir uns aber vielleicht doch mal an. Wir können ja Autos auf Abruf bestellen. Ach, wir haben ja gar kein Geld mehr. Oh, was war das jetzt? Ups. So, dann schauen wir doch mal. Wer müsste... Da, das ist er. 20.000. Wow. 200.000. Oh, leck mich doch fett. Hohoho. Alter Schwede. Krass. Ja, das Problem ist nur, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn wir uns das mal kaufen, ob wir das dann immer haben oder ob wir das dann jedes Mal neu kaufen müssen, weil das wäre dann schon ein bisschen teuer, ne? Also vor allem 200.000. Boah, das geht schon, ne? Eigentlich ja gar nicht, aber. Oh. Mit Bedbug gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Ja, das machen wir jetzt mal. So, was ist da denn schon wieder? Ne, gibt nichts. Gebäudesicherheitsrouter, Besitzer Tyrone Hayes. Oder Hayes. So, dann drehen wir doch mal das ganze Zeug ein bisschen. So vielleicht, dann so. So rum, genau, dann kommen wir dahin. Von dem kämen wir aber erst dahin. Das heißt, wir müssen erst so. Können wir das drehen? Nö. Achso, genau, so rum. Dann kommen wir zu dem da. Und dann war es das auch schon. So, der hier runter. Genau, so rum und fertig. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Kramer, Arbeit. Du hast einen Job? Warum sagst du das nicht? Ist es nicht, Kramer. Tyrone ist ein Job für Bedbug. Ach bitte, Grandma. Bedbug bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es.
Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug. Kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot. Bedbug. Mal sehen, ob die Oma du cool stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Upsa. Mein Auto ist weg. Baumaster Raptors. Lass du ein Dorf kontrollieren und komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, B. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. So, da dürfen wir jetzt nicht mit rein. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B. Nicht so laut. Ja, wir dürfen jetzt nicht mit rein, denn sonst haben wir ein bisschen was. Ein bisschen Probleme an der Backe. Weil das sind so gesperrte Zonen. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, B. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Ja. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedbug auf einer Müllkippe landen. So. Also haben wir schon was gegen ihn in der Hand, aber das reicht noch nicht. Na komm, fahr weiter. Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, B. Das gefällt mir gar nicht. Das wird hier so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. So, am liebsten würde ich mich ja hier durchballern, aber das hat mir in meinem letzten Durchlauf auch nichts gebracht. Ich sehe so. Da die Leute. Jetzt sind wir die mich dann trotzdem killen. Und zu Ende ist. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Tada. Dann gehen wir dahin. Wir müssen dem ja jetzt schön hinterher. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach drüben. Belauschen wir da noch. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst... Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Ja, jetzt kommt die Stelle, an der ich öfter mal gehangen war. Denn ich wusste nicht ganz genau, wo ich hingehen soll.
Deswegen habe ich mir die Köder gerade erstellt und den lenken wir mal ab. Dann können wir nämlich an dem vorbei. Oh, das sieht mich gleich. Fuck! Ja, das war schlecht. Das Blöde ist, man muss hier immer wieder von vorne anfangen. Und ja, ist nicht so lustig. Es ist nämlich immer die Frage, wo man am besten rumläuft. Aber ja, ich weiß schon ungefähr, wie weit man immer vorgehen kann, aber es bringt mir auch nicht viel. So, einfach Köder erstellen. Ich sehe es so. Wir wollen es. So, dann können wir da vor, weil er sieht uns eh nicht. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Gehen wir da um die Ecke rum. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten. So, und wenn der andere da wegguckt, können wir nach drüben. Hör auf zu fluchen, Mann. So, jetzt. Dann da lang. Dann hier hin. Dann da zuhören. Und dann wieder auf der anderen Seite zuhören. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. So, dann geht's da weiter. Ich hab's auch schon mal probiert, hier über den Zaun zu springen, aber ja, ich glaube, das hat sogar funktioniert. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Das Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Moment. So, dann probieren wir das mal hier drüber. So, hier nach vorne zu dem Auto. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der hier rüberkommt. Nein, aber wir können hier drüber. So, das klappt doch jetzt wieder. Sieht doch ganz gut aus. So, einmal da runter. Anlocken. Dann können wir nämlich da rum. Da drüben. Und wenn der Bedbug sich rumdreht, können wir nämlich nach oben. Fuck! Jetzt hat er uns gesehen. Nein! Ich mag die Mission nicht. Ich kann sie aber auch nicht überspringen. Ich will sie euch aber auch zeigen. Fuck. Fuckity fuck. So, wieder Köder erstellen. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann! Ich seh's so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. So, dann wenn der wieder wegguckt, können wir rüber. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Vielleicht mache ich aber auch irgendetwas falsch. Boah, das war knapp. Dass wir vielleicht... Ja, ich glaube, das letzte Mal, wo es wirklich funktioniert, bin ich da drin, da. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Vielleicht bringt's was, wenn ich hier gleich rumgehe. Wobei, wenn der da rauskommt, ne? Ist schlecht. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Komm, ich bleib jetzt einfach mal da stehen. Mal gucken, was passiert. Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Das Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Ich glaub nicht, dass die mich sehen. Vor allem der will ja... da nach links.
Jetzt ist halt die Frage, ob ich da wirklich mit rein muss. Und nicht einfach hier bleiben kann. Aber ich denke schon. Müsste eigentlich gehen, der läuft ja wieder zurück. Der kommt ja wieder vor, von daher kann ich hier stehen bleiben. Komm, komm, komm. Ja, perfekt. Perfekt. Und jetzt brauche ich dann bloß noch ein gutes Versteck. Rabbit, was geht? Ich habe was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. So, ich werde mich jetzt gleich hinter das Auto hier verziehen. Das sind nämlich keine. Aber erstmal muss der weg. So, hoch. Und an das Auto. Gut. Jetzt sind wir nämlich schön versteckt. Dann suchen wir mal eine Kamera. Nichts, wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Da war keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? So. Wer besser? Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.